So, meine Lieben, ihr wolltet mal etwas günstigeres sehen. Jetzt haben wir was günstigeres in einer wunderschönen Anlage. Ihr seht, hier ist alles gepflegt. Temiz görünüyor ya. Hayır o değil usta. Bura bura. Hayır o değil. Şuna değil mi dayı? Şu şu. Ben de burayı satıyorum. He. Buraya. Hayır açık dayı açık. Dayı Aydar kaç lira? 100. Also 100 türkische Lira sind die Nebenkosten. Es handelt sich hier um dieses kleine Reihenhaus. Um die Villa will ich nicht sagen. Reihenhaus. Wunderschön. Und es ist etwa 10 Kilometer von Mahmutlar entfernt. Also ihr seht, Orangen, buna Avocado mu bu? Bu Avocado, değil mi? Avocado, burada limon, değil mi? Also Zitrone, Avocado, Orange und hinten haben wir nochmal Zitrone. Checkt ihr mir? Also ihr seht, da vorne wäre der Strand. Zur Info. So. Teşekkürler, görüşürüz. Teşekkürler. Das haben sie abgeschnitten hier. Ja, also wer hat Lust auf ein Bahçesi de var, değil mi? Evet. Bahçesi de var. Çok güzelmiş ya. Ben de sevdim ha. Also es, hier haben wir Rosen. Man hat hier also etwas Platz noch, um was zu pflanzen. Okay. Dann gehen wir mal rein. Das ist etwa 25 Jahre alt, so viel ich gehört habe. Es wurde neu renoviert an manchen Stellen. Wasseruhr, dann für Bewässern des Dings nochmal ein Wasserhahn außen. Jetzt gehen wir mal rein. Also echt niedlich, ich muss echt sagen. Niedlich, niedlich, niedlich. LED-Lampen oben. Der Preis liegt bei 53.000 Euro. Kann man, denke ich mal, vor Ort noch runterhandeln. Das ist natürlich, ja, man sagt jetzt, das ist, manche sagen, das ist gesünder, auf sowas zu kacken, aber ich kann nicht auf sowas kacken. Sorry, ich kann das nicht. Also ich müsste das dann umstellen. Ja? Dann haben wir hier noch die Küche. Ob es hier feucht ist, müssen wir mal nachschauen. Und wenn, das ist ja euer eigenes Haus, das wäre dann praktisch alles dann machbar. Ja, Plastikfenster, Doppelglas. Das kann man nicht kippen. Das kann man auch nicht kippen. Naja, für den Preis, ne, ich habe auch Top-Objekte, Top-Objekte, die kosten dann das Dreifache. Ne? Also hier müsst ihr halt selber noch etwas rummodeln. Hier müsstet ihr selber was noch dran machen. Als erstes wahrscheinlich das hier. Dann gehen wir mal rauf. Also hier haben wir ein Zimmer. Schauen wir uns doch mal die Terrasse an. Also, Avocado. Also Charme hat schon, ne? Es hat schon was. Ne? Aber wie man sieht, hier gibt es noch einiges zu tun. Das ist die Frage, ob das von außen kommt oder von unten. Das ist die Frage. Und ob es überall ist. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Also wir haben hier die Stuckarbeiten gemacht und Lichter eingebaut. Ansonsten ist nur gestrichen, die Türen sind alt, es ist schlecht gestrichen, aber man hört es, also es ist nicht gut gemacht. Hier haben wir einen Balkon noch. Schauen wir uns mal die Aussicht vom Balkon an.
Hier haben wir einen Balkon, das sind die Nachbarsteile. Da haben wir mehr Blick von diesem Balkon aus. Und so große Jenedünja habe ich noch nie gesehen. Das sind ja riesen Viecher. So, also hier haben wir einen Mini-Balkon. Das wäre was für jemanden, der seine Ruhe haben will und selber etwas noch reparieren möchte. Das wäre das Bad. Haben sie neu gefliest, aber sehr schlampig alles. Also es ist viel selbst zu machen. Dafür ist der Preis günstig. Dann haben wir hier nochmal. Oder geht es durch? Nein, es geht nicht durch. Also hier haben wir nochmal einen Balkon mit dieser Aussicht. Also die Aussicht ist schon nicht schlecht. Leute, ganz einfache Sache. Wer was Günstiges haben will, bekommt halt dann sowas. Es gibt nicht so Reihenhaus, wo man komplett selber wohnt. Ne, da geht es zum Dach hoch. Gibt es nicht für 20.000 oder was auch immer, weil wir sind in der Nähe von Alanya. So. Bam, bitte. Sicher wissen es. Also das ist die Aussicht vom Hauptbalkon. Aber fix bitte Hier haben wir das Balkon. Da ist ein Loch, dass das Wasser abläuft. Ansonsten haben wir keinen Wasserhahn hier. Nein, haben wir nicht. Kein Wasserhahn. Trotzdem habe ich es gefilmt. Warum? Vielleicht gibt es ja jemanden, dem das genauso gefällt, wie es ist. Der halt auch was Günstiges haben will und alleine in einem Haus leben möchte. Über sich keine Nachbarn haben will. Und auch mehr Blick haben möchte. Und Avocado könnt ihr sich direkt hier von diesem Baum nehmen und essen. Das heißt, wir haben drei Zimmer. Schauen wir noch hier aus dem Fenster. Ja, wieso ist da feucht? Seht ihr das? Da ist feucht. Ja, das muss ich schon dazu sagen, natürlich. Also wir haben Feuchtigkeitsprobleme. Wer sich damit auskennt und das beheben kann, dann ist es kein Problem. Ja. Schön, schön. So von mir. Wer Interesse hat, meldet sich. Kann man bestimmt runterhandeln bei dem Zustand. 53.000 wurde uns gesagt, aber man kann das hundertprozentig runterhandeln, weil diese Wasserschäden gefallen mir nicht. Senden Herr Schick, aber das sind das, oder? Also irgendwas hat es, irgendwas Angenehmes hat es schon. Ne? Das ist eine positive Aura hier. Ne? Also hier würde ich sehr gerne wohnen. Schau mal, wie schön hell das ist. Ne? Wie schön hell das ist und doch. Übrigens, Solarwarmwasseranlage kostet um die 2000 türkische Lira mit Installation und Anschluss. Die funktionieren auch bei schlechtem Wetter, wenn man eine Heizanode einbaut. Also. Jetzt von außen nochmal. Hier von außen. So, das ist von mir. Schöne Pflanzen haben die da.
super. Meldet euch bei Interesse. Pfefferminz.